Ist es nicht herrlich? Ist es nicht herrlich, Gott zu loben und zu preisen, Gottesdienst zu feiern? Geht's jetzt? Okay, ist es nicht herrlich, Gott zu loben und zu preisen hier draußen im Grünen? In seinem Namen wollen wir miteinander Gottesdienst feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute ist der Sonntag Rogate. Rogate bedeutet betet. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet, heißt der Wochenspruch. Ganz ermutigt, dass unsere Gebete nicht umsonst sind. Und wie viel haben wir gebetet in dieser Pandemiezeit? Und ich glaube, sie werden so langsam erhört, diese Gebete. Wir dürfen miteinander Gottesdienst feiern, Gott loben. Und wir wollen das tun mit dem ersten Lied. Das Schöne ist, hier draußen dürfen wir auch singen. Die Maske bitte trotzdem anlassen. Die güldene Sonne voll Freud und Wonne.
Beten, das wollen wir heute tun mit alten und mit neuen Worten. Wir beginnen mit den alten Worten aus Psalm 18 und beten diesen Psalm im Wechsel miteinander. Wir stehen dazu auf. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Mein Gott, auf den ich haue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Es entgehen mich des Todes Bande, und die Fluten des Verderbens erschrecken mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich, und des Todes Strick überwältigten mich. Als mir Angst war, geriet der Herr an, und schrie zu meinem Gott. Da hörte er meine Stimme von seinem Tempel, mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Er streckte seine Hand aus von der Höhe, und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels, der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Dich rufen wir an, Gott, und geben dir die Ehre. Die ganze Schöpfung lobt und preist dich. Auch wir beten dich an und beten zu dir, weil du ein guter Gott bist. Jeden Tag unseres Lebens nehmen wir aus deiner Hand, jeden Strahl der Sonne und jeden Tropfen Regen. Tag und Nacht dürfen wir mit unserem Gebet zu dir kommen und dir in den Ohren liegen. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir heute erleben dürfen. Danken dir dafür, dass du selbst in unserer Mitte bist. Sende du deinen Heiligen Geist. Richte uns wieder neu aus auf dich und lass uns einen schönen Gottesdienst miteinander erleben. In der Stille beten wir weiter zu Gott und bringen das vor ihn, was uns heute besonders bewegt. Du führst mich hinaus ins Weite. Danke, Gott. Amen. Der Posaunenchor hat ein Zwischenspiel für uns vorbereitet, das dürfen wir jetzt genießen. Thank you.
Wir hören die Schriftlesung aus Johannes 16, die Verse 23 bis 33. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr ihn um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger: Siehe, nun redest du frei heraus und nicht in einem Bild. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine, und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Worte der Heiligen Schrift. Wir singen gemeinsam das nächste. Thank you.
Liebe Gemeinde, gerade wird bei uns ziemlich viel über Freiheit geredet. Wir sind hier im Freien, bei schönem Wetter, Gott sei Dank. Wir leben in einem freien, freiheitlichen Land, auch da Gott sei Dank. Lange waren wir aber auch zu Hause eingesperrt. Ausgangssperren, das erinnert an schlimme Zeiten, an die Nachkriegszeit, an die Kriegszeit. Ja, wir haben auch Unfreiheit erlebt. Paulus war tatsächlich im Gefängnis, öfter sogar, und seine Freiheit war extrem eingeschränkt in dieser Zeit. Als Missionar hat er sich in Gegenden begeben, wo es gefährlich war, von Jesus zu reden. Und während er diesen Brief an die Gemeinde in Kolosse schrieb, da war er tatsächlich im Gefängnis. Wir finden den Predigttext im Kolosserbrief, Kapitel 4. Paulus schreibt dort: Hört nicht auf zu beten. Bleibt dabei stets wachsam und voller Dankbarkeit. Betet dabei zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für sein Wort öffnet. Mit ihm verkünden wir das Geheimnis, dass Christus bei euch gegenwärtig ist. Wegen dieser Botschaft bin ich in Haft. Betet auch, dass ich es anderen so enthüllen kann, wie mein Verkündigungsauftrag es erfordert. Begegnet den Außenstehenden mit Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit. Eure Rede sei stets freundlich und mit einer Prise Salz gewürzt. Denn ihr müsst wissen, wie ihr jedem eine angemessene Antwort geben könnt. Hört nicht auf zu beten, so beginnt dieser Text. Seid beharrlich im Gebet, so hieß es noch bei Luther, vielleicht haben manche diese Formulierung noch in den Ohren. Dieser Sonntag heißt Rogate, also betet. Die Aufforderung zum beharrlichen Beten finden wir oft in der Bibel. Auch und gerade dann, wenn ein Gebet nicht gleich erhört wird. Besonders eindrücklich ist das im Gleichnis, das wir neulich mit den Kindern vom Kindergarten hatten, wo eine Witwe, eine arme, einfache Witwe, so lange zu einem ungerechten Richter geht, der eigentlich nicht Recht geben will, obwohl sie Recht hat, bis der schließlich entnervt aufgibt und ihr das Recht an ihrem Acker, an ihrem Land verschafft. Beharrlich beten. Dabei sind gute Zeiten oft schlechte Zeiten für das Gebet. Man sagt es, und ich glaube, es stimmt auch, Not lehrt beten. Und ohne Not ist das Beten oft schnell tot. Es gibt ein paar Tipps, wie man dranbleiben kann am Beten, die sich aus unserem Text ableiten lassen. Wir werden aufgefordert, wachsam zu bleiben. Das heißt, nicht nur auf meine eigene kleine Welt schauen, zu schauen, wie es mir geht, ob es mir gerade gut geht, sondern aufmerksam verfolgen, was um mich herum geschieht. Und da gibt es durchaus viele Entwicklungen, die Sorgen machen, Dinge, die ich im Gebet Gott anvertrauen kann. Wachsam bleiben. Das Zweite, der Dankbarkeit im Gebet Raum geben. Auch das schreibt Paulus. Es stimmt ja schon, Not lehrt beten. Müsste dann nicht eine Zeit, in der es mir und den Menschen um mich herum geht, auch dazu führen, dass ich Gott gegenüber dankbar bin und ihm das auch sage, wenn es wieder gut ist? Not lehrt beten, Brot lehrt danken. So müsste es eigentlich sein. Und wenn es uns wieder gut geht, wenn die Gefahren vorüber sind durch die Pandemie, hoffe ich, dass wir so intensive Dankgottesdienste feiern, wie wir gebetet haben lange Zeit. Und dann spricht Paulus die Fürbitte an. Er gibt das Anliegen weiter, dass er wieder in Freiheit verkündigen will, Menschen dazu einladen, dass sie ein Leben mit Gott führen. Wie gut tut es, wenn ich weiß, dass ein anderer für mich betet, wenn ich gerade Probleme habe, wenn meine Freiheit eingeschränkt ist, wenn ich gesundheitlich angeschlagen bin, wenn es in einer für mich wichtigen Beziehung Probleme gibt. Es braucht Mut,
um Fürbitte zu bitten, das weiterzugeben, so wie Paulus es hier tut, an eine Gemeinde, die er nicht selbst gegründet hat, aber von der er hoffte, dass sie für ihn beten. Aber es gibt Kraft von oben, wenn wir den Mut haben, andere um Fürbitte zu bitten. Oft geschehen dann Wunder, über die wir nur staunen können. Manchmal denke ich übrigens, dass es eine ganz besondere Form von Klatsch und Tratsch ist, wenn man Gebetsanliegen austauscht. Vielleicht kennen Sie das auch. Man sagt, hast du schon gehört das? Manchmal denke ich, muss das jeder wissen? Und dann denke ich, ja, es ist doch gut, wenn wir nachfragen, wie es anderen geht, wenn wir Anteil nehmen, wenn Insider-Informationen auch weitergetragen werden, weil wir längst nicht mehr viel voneinander wissen. Viele beklagen heute, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft leidet. Wenn wir füreinander beten, leben wir eine intensive Form von Zusammenhalt und Gemeinschaft, von Interesse aneinander. Dann fragen wir auch nach, hat Gott dir geholfen? Ich habe für dich gebetet, weil du mich darum gebeten hast. Und dann ist da noch der fünfte Punkt. Es hilft beim Beten, wenn man es gemeinsam tut. Es gibt durchaus viele Aufforderungen, das Beten nicht zur Schau zu machen, es im stillen Kämmerlein zu tun. Aber es gibt mindestens genauso viele Aufforderungen in der Bibel, gemeinsam zu beten, sich zu treffen zum Gebet, so wie wir es hier im Gottesdienst tun. Auch das ist letztlich ein Gebetstreffen, wo wir zu Gott miteinander beten. Aber auch wenn wir in Hauskreisen uns treffen, wenn es einen extra Gebetstreff gibt, wenn eine Besprechung mit einer Andacht und einem Gebet beginnt, dann beten wir gemeinsam. Ermutigen wir uns gegenseitig zum Gebet. Auch da können wir von Paulus lernen, der Gemeinden darum gebeten hat, nicht nur Einzelpersonen für ihn zu beten. Paulus spricht in diesem Predigttext ein besonders wichtiges Gebetsanliegen an, nämlich die Verkündigung des Evangeliums. Und auch wenn wir in Deutschland frei über das Evangelium sprechen können, über Jesus Christus und was er für uns bedeutet, so wird es doch nicht leichter, das zu tun. Immer mehr wird hinterfragt, ob all die Orte richtig sind, wo man heute öffentlich von Gott reden darf. In Radioandachten zum Beispiel. Manche sagen, das ist ein Privileg, wie oft da Andachten kommen und Gebete, offizielle Anlässe. Übermorgen konstituiert sich der neu gewählte Landtag für Baden-Württemberg. Da gibt es zum Auftakt einen ökumenischen christlichen Gottesdienst. Wird es das auch in 20 Jahren noch geben, diese Gelegenheit von Gott zu reden und den gewählten Vertretern des Volkes die Botschaft ins Ohr zu sagen? Wie sieht es zum Beispiel mit Schulgottesdiensten aus, wenn es immer weniger Schüler gibt, die einer der Kirchen angehören? Wenn immer mehr Schulleiter sagen, das können wir nicht machen, mit allen einen christlichen Gottesdienst zu feiern. Und dann gibt es viele Länder, in denen die Verkündigung des Evangeliums tatsächlich massiv eingeschränkt wird, wo Christen sogar verfolgt werden, wenn sie das tun, wo es keine offenen Türen gibt für Gottes Wort. Es ist gut, wenn wir diese Länder im Blick behalten und deutlich darauf hinweisen, dass es dort keine Religionsfreiheit gibt, wenn wir die Glaubensgeschwister dort unterstützen. Beten wir für die Christen dort, so wie Paulus es für sich haben will. Interessant finde ich übrigens, wie Paulus seinen Verkündigungsauftrag sieht. Er sagt, ich verkündige ein Geheimnis, ein Mysterium, etwas, das man nicht sofort sehen kann, das öffentlich nicht ohne weiteres sichtbar ist. Und ich enthülle das. Ich mache das offenbar für andere. Mir gefällt dieser Begriff Geheimnis, der in der katholischen Tradition noch stärker verwurzelt ist. Ein Geheimnis, das ist etwas, mit dem man behutsam umgehen muss, das man auch nicht gleich jedem verrät, dass man nicht jedem anvertrauen kann, weil man nicht weiß, wie der andere damit umgeht. Dass Jesus Christus da ist und unter uns wirkt, ist ja auch wirklich nicht so einfach zu verstehen.
Es ist ein Geheimnis des Glaubens. Zu Zeiten des Paulus gab es viele Mysterienkulte. Die faszinierten mit ihren Geheimlehren die Leute. Man musste oft lange durchhalten, bis man eingeweiht wurde in einer kultischen, geheimnisvollen Feier. Geheimnis des Glaubens, Einblicke in etwas, was sich nicht jedem sofort erschließt. Das haben wir als Verkündigungsauftrag, das offenbar zu machen und weiterzugeben. Dieses Geheimnis des Glaubens an Jesus Christus anderen offen zu legen und sie mit hineinzunehmen. Das ist nicht nur der Auftrag von Evangelisten und Verkündigern und Pfarrern, sondern ein Auftrag, den jeder Christ hat, auch im Alltag. Denn es gibt nicht nur den inneren Zirkel der Menschen, die an Jesus glauben, die Gemeinde, als die wir heute versammelt sind. Es gibt auch die Außenstehenden, von denen Paulus im Predigttext redet. Es gibt Klassenkameraden. Es gibt Menschen, die mit mir in einem Verein sind. Es gibt Kollegen bei der Arbeit, Leute, die einfach das gleiche Hobby haben oder mit denen ich als Nachbarn zusammenlebe. Wie soll ich denen begegnen? Wie rede ich mit ihnen? Auch da hat Paulus wertvolle Hinweise. Begegnet den Außenstehenden, schreibt er, mit Weisheit. Eure Rede sei stets freundlich und mit einer Prise Salz gewürzt. Denn ihr müsst wissen, wie ihr jedem eine angemessene Antwort geben könnt. Eigentlich sind diese paar Verse ein kleines Vademekum des Alltagsmissionars. Freundlich sein, würzig und interessant von Jesus reden. Bitte nicht langweilen damit, das mag keiner. Eher auf Fragen reagieren, als die Leute zutexten. Gelegenheiten nutzen, aber nicht bei jeder Gelegenheit damit anfangen. Lieber etwas durchschimmern lassen, so wie Salz ein Essen prägt und damit Anknüpfungspunkte für Gespräche bieten, dass die Leute nachfragen, was ist das, woran du da glaubst? Wo bist du Sonntagvormittags, wenn du keine Zeit hast? Es gibt viele Gelegenheiten zu Gespräche, bieten wir Anknüpfungspunkte. Wenn wir nun beten, dann bitten wir Gott darum, zu handeln, etwas zu tun. Und manchmal erhört Gott unsere Gebete, manchmal auch nicht. Das kennt sicher jeder, der schon einmal intensiv gebetet hat. Aber wie verhält sich eigentlich das Beten, das Falten der Hände zu unserem Handeln, zu dem, dass wir mit den Händen etwas tun? Es gibt eine nette Karikatur. Eine Schülerin sitzt bei einer Klassenarbeit und betet inbrünstig zu Gott. Gott, ich habe mich voll auf dich verlassen. Ich vertraue dir. Bitte sag mir jetzt, was die richtige Antwort auf diese Frage in der Klassenarbeit ist. Und Gott antwortet von oben, du hättest lernen sollen. Ja, in Vers 5, da lesen wir, macht das Beste aus eurer Zeit. Kauft die Zeit aus, hieß es früher schön altmodisch. Schließen Beten und Handeln sich aus? Kann sich der, der intensiv betet, anschließend auf die faule Haut legen? Von Martin Luther stammt der schöne Satz, bete so, als würde jedes Arbeiten nichts nutzen. Und arbeite so, als würde jedes Gebet nichts nutzen. Das klingt schizophren, aber ich glaube, es ist eine gute Einstellung. Manchmal, da stimmt es, da hilft wirklich nur noch Beten. Aber meistens ist es eben doch so, dass Beten und Arbeiten zusammengehören. Ora et labora, bete und arbeite. So war es das Motto der benediktinischen Mönche. Und die haben sich wirklich viel Zeit zum Beten genommen. Macht das Beste aus eurer Zeit. Verschwendet sie nicht. Setzt sie für Gott und eure Mitmenschen ein. Was kann das für uns konkret bedeuten? Für den einen vielleicht ein Telefonat führen, für die andere ein Ehrenamt übernehmen. Vielleicht soll ich mich in der Jugendarbeit engagieren oder mir Zeit nehmen, gute Bücher zu lesen. Vielleicht soll ich einem Flüchtling Deutsch beibringen oder ihm einen Job vermitteln.
mich regelmäßig mit einem Außenseiter treffen, der sonst keine Freunde hat, und ihn hereinholen in eine gelingende Gemeinschaft. Beten heißt, dass wir auch handeln. Aber beten heißt auch nicht nur reden, sondern es heißt vor allem Gottes Stimme hören. Im Gebet kann Gott mir auch sagen, was ich Sinnvolles tun kann, um meine Zeit zu nutzen. Christliches Zeitmanagement heißt dabei nicht, dass wir jede Minute vollstopfen, bis wir nicht mehr können, bis wir in einem christlichen Burnout mit Helfersyndrom landen. Beten heißt, dass wir auf Gott hören und uns von ihm sagen lassen, was dran ist, und das dann auch zu tun. Hört nicht auf zu beten. Nehmen wir das heute mit als Ermutigung, dran zu bleiben am Gebet. Pflegen wir diese Verbindung zu Gott, den direkten Draht in den Himmel, oder, wie es der Kirchenvater Augustinus ausdrückt, diese Himmelsleiter. Er sagt in einem schönen Zitat, das Gebet ist wie eine Himmelsleiter. Auf steigt das Gebet und herab steigt Gottes Erbarmen. Amen. Wir singen miteinander den Choral, nun lasst uns gehen und treten. Wovon die Rede war in diesem Gottesdienst, miteinander beten und Fürbitte halten, und wir stehen dazu auf. Herr unser Gott, so wollen wir vor dich treten und dir sagen, wo wir deine Hilfe brauchen. Wir bitten dich für alle, die dein Wort hauptberuflich verkündigen, die deine Liebe in Wort und Tat weitergeben. Schenke ihnen offene Türen und gute Ideen, wie sie das Geheimnis Jesu ausbreiten können. Wir bitten dich um Frieden und Freiheit in den Ländern dieser Welt, dass Menschen ihren Glauben frei und ohne Unterdrückung ausleben können. Wir bitten dich für alle, die krank sind, körperlich oder psychisch, für alle, die am Rand des Burnout sind, die sich verausgabt haben in der Pandemie im Wunsch, es allen recht zu machen. Schenke du Heilung und Kraft für den nächsten Schritt.
Wir bitten dich für deine Schöpfung, die bedroht ist durch unsere rücksichtslose Lebensweise. Zeige uns Wege, wie wir leben können, ohne Raubbau an dieser Schöpfung zu betreiben. Wir bitten dich für den neuen Landtag und die neue Landesregierung in Baden-Württemberg. Leite du ihre Entscheidungen durch deinen Heiligen Geist. Schenke ihnen den nötigen Mut, ihr Amt mit Integrität und Wahrhaftigkeit auszuführen. Schütze ihre Herzen davor, Macht zu missbrauchen, selbstsüchtig zu handeln und bestechlich zu sein. Schenke ihnen für ihre Arbeit Kraft und Weisheit und das Vertrauen in dein Wort. Amen. Nein, es fehlt nichts. Das Vaterunser wollen wir heute miteinander singen. Wer noch Kraft hat zum Stehen, darf es gern im Stehen singen. Wer aber schon wieder sitzen will, darf das auch tun. Bis zu uns wie ein Vater. Als Kirchengemeinde ist uns die Bewahrung der Schöpfung ein inneres Anliegen. 2016 waren wir als eine der ersten Gemeinden in Baden-Württemberg, die neben dem Beten auch handeln wollten. Und da gibt es ein Siegel, das heißt faire Gemeinde. Und 2016 haben wir uns zum ersten Mal beworben für dieses Siegel.
mit unseren Maßnahmen. Und heute darf ich sehr herzlich Pfarrer Ralf Häusler begrüßen vom Zentrum für entwicklungsbezogene Arbeit, der unsere Bemühungen heute zum dritten Mal in Folge krönen wird. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen, Ralf Häusler. Ja, liebe Gemeinde, liebe Frau Hahn-Luckfield, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch für die Möglichkeit, mit Ihnen gemeinsam Gottesdienst an diesem schönen Ort zu feiern. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie die Fähre Gemeinde nicht als Eintagsfliege betreiben, sondern mit einem langen Atem, mit viel Engagement und immer wieder neuen Ideen. Fair und achtsam gegenüber Mensch und Natur zu sein, ist eine zentrale Frage an unser Christsein und an unsere Kirche in der heutigen Zeit. Gehen wir einen Moment etwas zurück in die Vergangenheit. Gott zeigt sich seinen Menschen, die in der Sklaverei in Ägypten schuften und unter der Ausbeutung und Gewalt leiden, als der Gott, der gegen Unterdrückung und Ausbeutung einschreitet. In der Geschichte vom brennenden Busch im 2. Buch Mose, Kapitel 3, offenbart sich Gott gegenüber Mose mit folgenden Worten: Ich habe das Elend meines Volkes gehört. Ich habe gehört, wie sie vor ihren Peinigern aufschrien. Ich kenne ihre Schmerzen. Aber jetzt ist Schluss. Das sind Worte aus einer geschichtlichen Situation vor mehreren Tausenden von Jahren. Sie sind damit aber nicht abgetan. Warum sollte Gott das Schreien der in der heutigen Zeit unterdrückten und versklavten Kinder, Frauen und Männer in den globalen Lieferketten, zum Beispiel der Handy- und Textilproduktion, in den Lebensmittelplantagen, wo sie unser Obst und Gemüse anbauen, nicht mehr hören? Wie könnten wir davon ausgehen, dass die Unterdrückten und Ausgebeuteten, die armen Schlucker, nicht mehr im Zentrum des Interesses von Gott stehen? Der noch amtierende Berliner Entwicklungsminister Müller und die Wirtschaftsprofessorin Evi Hartmann aus Erlangen-Nürnberg sprechen davon, dass wir Deutschen im Durchschnitt bis zu 60 Sklaven haben, die unter erbärmlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Dinge unseres alltäglichen Bedarfs schuften. Beide sagen dies aber nicht, um uns zu entmutigen, sondern um uns wach und aktiv zu machen. Wach und aktiv ist Chemnat. Dies zeigt die heutige weitere Auszeichnung zur fairen Gemeinde. Unter den vielen Aktivitäten, die Sie entwickelt haben, möchte ich nur einige hervorheben. Sie kaufen fair gehandelte Produkte ein, die zu unterschiedlichen Gelegenheiten eingesetzt werden und schon zur Routine geworden sind. Wichtig ist auch die Öffentlichkeitsarbeit, ob im Gemeindebrief Blickwechsel oder durch Informationen zum Projekt in Ruanda, zum Thema faire internationale Handelsbeziehungen oder den Einsparungen, die sie beim Heiz- und Energiebedarf erreichen. Im November 2020 fand ein Maskennähprojekt mit Geflüchteten statt. Gottesdienste und Gemeindefeste unter dem Thema Schutz von Mensch und Natur runden das Bild ab. Beim Thema Lebensmittel, Stichwort zu gut für die Tonne, und Mobilität, Carsharing, wird die Zukunft hoffentlich noch Fortschritte bringen. Sie zeigen, es geht um unseren Glauben und um unsere Glaubwürdigkeit. Wort und Tat müssen zusammenkommen. Ihr Engagement ist sehr wichtig, denn wenn Kirchengemeinden fair handeln, werden sie zum Vorbild in unserer Gesellschaft. Sie zeigen, dass man etwas bewegen kann. Sie machen deutlich, für uns als Christinnen und Christen ist es wichtig, Gottes Gaben gerecht zu verteilen, damit alle Menschen in Würde leben können, weltweit. Und damit auch unsere Enkel und Urenkel eine Welt haben, die ihnen alles gibt, was sie zum Leben brauchen. Für die nächsten Schritte auf ihrem Weg für faires Handeln
wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen und überreiche jetzt Ihnen, stellvertretend für die ganze Kirchengemeinde und alle Engagierten, die neuerliche Urkunde der fairen Gemeinde Chemnat. Hier ist sie und hinten dran sind noch die Plaketten. Ergänzungsurkunde 2021, Evangelische Kirchengemeinde Chemnat, faire Gemeinde, wir handeln fair im Kirchenalltag. Bitte schön, Frau Hahn-Luckfeldt. Sehr geehrter Herr Häusler, vielen Dank für die Ehrung. Ich nehme diese Ehrung als Vorsitzende des Umweltausschusses und Kirchengemeinderätin natürlich hier erstmal entgegen. Vielen Dank und möchte meine Mitstreiter bitten, denn so eine Kirchenarbeit lebt nicht von einer Person alleine, sondern ganz von vielen fleißigen Händen. Ich darf zu mir bitten, Christine Forschner, Christine Link, Matthias Link wäre auch gern dabei, lässt sich heute entschuldigen, und Christine und Hans-Hermann Böhm. So, die Arbeit ist eben eine Arbeit von vielen Jahren. Alle Mitglieder sind schon lange Mitglied des Umweltausschusses. Bitte noch mal einen kräftigen Applaus für unsere Mitstreiter. Wir sind natürlich laufend dran, auch wieder neue Sachen weiterzuentwickeln. Wir werden im nächsten Schritt noch was zum Thema Umweltausschuss hören und Umweltanliegen. Der Hans-Hermann hat schon was in die Hand genommen. Und ich möchte nochmal stellvertretend für die Bewahrung der Schöpfung allen Danke sagen für ihr tägliches Engagement, indem sie Sachen unverpackt einkaufen, indem sie mal zu Fuß gehen oder das Fahrrad benutzen statt das Auto. Es sind die vielen kleinen Dinge, die uns voranbringen, und von vielen, vielen Menschen, die uns voranbringen, denn Schöpfung geht uns alle an. Und jetzt gebe ich das Wort zu Hans-Hermann, der uns was zu unserem neuesten Projekt sagen wird. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Herrn Häusler. Wenn Sie gestern Abend hier gewesen wären, der Dämmerung, hätten Sie vielleicht was gehört oder gesehen, nämlich die Zwergfledermaus. Die schwirrt umher, bis es langsam dunkel wird oder bis morgens. Und damit die Platz hat und mehr noch zu uns kommen, wollen wir Fledermaus-Nistkästen aufhängen oder hängen schon. Wenn Sie hinter dem Wagen da drinnen schauen, an diesem Baum hängt schon einer. Und den hat Robert Pfeifle gestern noch aufgehängt. Robert Pfeifle kommt vom NABU und die machen eine ganz tolle Arbeit, um Fledermäusen, die sehr, sehr, sehr bedroht sind, einen Lebensraum zu schaffen. Wir wollen noch weitere aufhängen und es gibt verschiedene Varianten. Das ist der für die freie Natur, der dort hängt. Es gibt welche, die im Siedlungsraum, also an Häusern, aufgehängt werden können, sowas wie hier. Und dann könnten viele, die hier Interesse haben, die ein Haus haben, die darüber verfügen kann, sowas aufhängen. Sieht sehr unbedeutend aus, aber der Einflug ist hier unten und ein ganz schmaler Eingang, weil die Dinger sind ja so klein und natürlich, dass nicht anderes, dass kein Wiesel oder sonst was reinkommt. Wir wollen auch im Juni mal einen Abend anbieten in der Dämmerung, wo man mit dem Fledermausdetektor hier durchs Gelände geht. Die Fledermäuse, die geben ja einen Ultraschall ab, den wir normalerweise nicht hören. Und das kann man mit dem Detektor hörbar machen. Und dann weiß man sofort am Geräusch, das ist ganz spezifisch, aha, das ist die Fledermaus oder das große Mausohr. Also, wir machen weiter und wollen Gottes Schöpfung ehren. Ich darf mich natürlich am Anfang auch erstmal bedanken für euren
1 hat im Umweltausschuss, Claudia und alle deine Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Vielen Dank, dass ihr dieses Thema mit so viel Engagement vorantreibt und da immer aktuell seid und dran bleibt. Die Abkündigung für heute. Herzlichen Dank an den Posaunenchor unter Leitung von Max Benz für die Gestaltung dieses Gottesdienstes. Das Opfer am vergangenen Sonntag für das Albrecht-Bengel-Haus ergab 117 Euro. Wir danken allen Geberinnen und Gebern sehr herzlich. Das Opfer heute ist für unsere Weltmissionsprojekte bestimmt. Am Donnerstag laden wir um 10 Uhr zu einem Familien-Zoom-Gottesdienst zur Himmelfahrt ein. Zum Thema Himmelfahrtskommando Widerstand, ein Bonhoeffer Kunstprojekt, wollen wir einen besonderen Gottesdienst miteinander erleben. Die Stuttgarter Künstlerin Doris Graf wird uns im Verlauf des Gottesdienstes anleiten, eigene Bilder zu Dietrich Bonhoeffer und seinem im christlichen Glauben gegründeten Engagement im Widerstand zu gestalten. Diese werden dann in einem zweiten Schritt zu piktografischen Kunstwerken umgestaltet und ausgestellt. Auch Kinder können mitmachen. Gefeiert wird digital in einer interaktiven Zoom-Konferenz. Auf der Homepage der Kirchengemeinde findet sich eine Vorlage, die man sich im Vorfeld ausdrucken sollte. Auf dem Pfarrhof sind aber auch ab 9 Uhr ausgedruckte Exemplare abholbar. Zum Gottesdienst am kommenden Sonntag laden wir auch sehr herzlich ein. Und am Pfingstsonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche. Und am Pfingstmontag sind wir wieder hier auf dem Rossert. Um 10.30 Uhr feiern wir gemeinsam Gottesdienst mit der Kirchengemeinde Ruid. Für unsere Gottesdienste gilt natürlich weiter, dass wir abhängig sind von der Corona-Inzidenz und dass es da auch zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. Ich bitte Sie einfach da auf die Homepage zu gucken, da sind die Gottesdienste eigentlich immer aktuell eingetragen. Jetzt bitten wir Gott um seinen Frieden. Vielleicht, wer in die Kirche kommen will, an Himmelfahrt das nicht hinkriegt, der darf auch kommen, das würde ich noch sagen. Okay, also eine Ergänzung noch, wer an Himmelfahrt am Donnerstag in die Kirche kommen mag, der darf natürlich auch gerne in die Kirche kommen und muss das nicht tun. Aber jetzt bitten wir Gott um seinen Frieden mit dem Lied Nummer 421, Verleih uns Frieden, gnädig. Geht in diesen Sonntag und in die kommende Woche mit dem Segen des Herrn. Gott, der Herr, er segne euch, er behüte euch, er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden. Thank you.
Vielen herzlichen Dank an den Posaunenchor. Wir haben gerade gehört, Beten und Handeln schließt sich nicht aus. Wenn jeder ein, zwei Stühle nochmal zu dem Anhänger bringt, dann haben wir auch ganz schnell wieder aufgeräumt. Ich bin auch.